Irgendwie so. Kamazofe? Ja, doch, das klingt richtig, genau. Und ich glaube, die beiden suchen wir gerade. Die waren eigentlich immer in der Nähe von Yona, aber, as you might have seen, they are not right now. Which makes it not easy for me to find them. So where shall they be? Die waren auch hier unten mit im... Was ist das eigentlich? Die Medical Station oder so? Weil Zoras... Ja, weil Zoras wieder aufgepäppelt wurden. Ah, jetzt steht ihr zusammen. Das ist ja hervorragend. Ah, seht ihr das? Ja, okay, gefunden. Hallo. Ihr seid doch die Kamazofen, oder? Alright, geht ihr mal ein bisschen durch die Gegend, bitchen. Also komm. Oder gibt's noch irgendwas, was wie ein Fisch ist? Within a Skyfish. Wir sind uns alle einig, es gibt nur einen Skyfish, right? Right? Das ist nicht der Protector of the Zoras, aber das ist ein Skyfish. Right? This game. Jetzt Skyward Sword? Nein. Ich suche einfach nur einen Fisch, der im Himmel ist. Within a sky fish. Moment. Alright, danke. Within you. Also don't get me wrong, ich kann mit einem Flieger von unten kommen und kann mich einfach in den Mittelpunkt rein ascenden, aber ich gehe mal davon aus, es gibt auch einen gewollten Eingang. Right? Thank you.
bis zu der Zora-Helm. Immens. Look at me. I am a fish. Cool. Wir sagen denen noch kurz Bescheid, gehen einmal in eine Pofe und dann... wir haben Blood Moon, heißt, wir machen eine Runde Talos-Klatsche. Und dann, meine Damen und Herren, ist es finally time, dass wir die Karte im Hebra-Gebiet von oben links nach unten rechts abarbeiten werden. Vorher werde ich aber mal schön auf den Pott gehen. Na, wieder da. Can I have some hard cash? You know? Dafür, dass sie gesagt hat, dass sie Hearty Fish holen will, macht das sehr viel Sinn, dass sie mir einen Hearty Fish Ding gibt. Ist das eigentlich Kannibalismus, wenn Zoras Fisch essen? I don't think so. Why standing down here? Yes, yes. I'm feeling tired. Ich nehme das Waterbed, Alter. Bis zum Morgen. Ab in die Pofe. Ich habe das Gefühl, es wird nichts Schlimmes in der Nacht passieren. Link, das ist ein Wasserbett, kein fucking Trampolin. I don't know, vielleicht gibt's ein gratis Fisch zum Bett. I don't see the prices. I don't see the small text included. Hallo. Koda. Wait. Der Stone im Schrein ist weg? Was? Das klingt wie... Oh, actually, es ist in Anführungszeichen nur eine Sidequest. Ich hätte gedacht, das ist eine Schreinquest. Das ist weird, wenn ich ehrlich bin. Auch noch eine Sache, die ich ändern möchte, und zwar, das hier sind Talusse, das da nicht. Das da sind Sachen, die man zum Fusen verwenden kann, deswegen werde ich die auch als solche markieren.
Und das sind Leunels, genau. Dann soll ich die wahrscheinlich auch hier anders markieren, oder? Genau, Money zum Money farmen, Schwerter zum Weapon, Fuse farmen und Skulls zum große Gegner farmen. Das sind Stamps, die mir sagen, dass ich da noch hingehen soll. Ich glaube, da war ein King Gliok drauf. Von dem, was ich gesehen habe. Alright. Ich gehe ganz kurz auf den Pott. Und dann gibt es Klatsche.
Ayo, Boyos. Mal eben kurz auf Toilette gehen. War mal wieder perfektes Timing mit dem Abendessen. Nackensteak und Kartoffelsalat. Heute mal nichts mega kompliziertes. Da war aber ein Knochen zersplittert. Nicht gut. Gar nicht gut. Boah. Fängt nicht gut an. Grauenvoll. Steinchen. Komm. Ich glaube, da waren zwei Diamonds dabei. Yummy. Einundvierzig. 82. Immens. Gute Mucke. Hey du. It's farming time.
Nice Tor. Ein Diamond. Ein Diamond. Ich könnte schwören können, in die eine Richtung ist gerade was weggeflogen. Ja, siehst du, da hat mein Money-Radar reagiert. You know what? Ich habe eine Zonai-powered Armor. So, why not getting a Zonai-Piece, hm? Why not? Wir müssen mal irgendwas Großes besiegen, Leute. Wir haben so viele heavily fused Weapons. Wir brauchen irgendwas, das wir besiegen können. Wake up. Ohne es zu wollen, hat er sich gerade sehr gut eingebaut. Das hat mich noch gehittet? Alright. Alright. Ich habe überhaupt nicht hingeguckt, wo ich lang gelaufen bin. Dann. Hier oben. It could actually be faster. Von da oben runter zu jumpen. Nein, der Sturm und der Nebel ist noch da. Schön, dass wir die Frage geklärt haben. You know, ich habe gerade eben gesagt, wir bräuchten eigentlich ein paar Sachen, die wir kaputt machen können. As it seems, I have found one of those.
Eine Sekunde, bitte. Ernsthaft? Alright. Ich kann leider nicht einen Schildjump machen, ohne ihn anzuvisieren. Which is a small problem. Sorry, aber das ist wichtig, dass ich die Waffe habe. That's fine. Alter, mach einfach nur den Move. Oh fuck. Ich glaube, setzt dort den Gedame an. Seiten, Wasser. Oh. Ich glaube, er hat sich das Genick gebrochen auf dem Weg nach unten. Anyway, that worked pretty well. Wenn ich jetzt halt noch einen Bombenjump machen könnte, ohne den Gegner voranvisieren zu müssen, dann wäre es super. Aber you know, auf einer geraden Fläche, ohne Schutz, ganz okay. Das Einzige, was halt das Problem ist, ich kann seine Köpfe erst wieder stunnen, wenn er wieder aktiv ist. Und sobald er aktiv ist, macht er diesen Windschlag, der dafür sorgt, dass ich, wenn ich zu nah an ihm dran stehe, halt weggeschmissen werde. Which is a problem. Denn ich möchte eigentlich so früh wie möglich dafür sorgen, dass er weggeht, was ziemlich einfach geht, wenn ich so lange wie möglich ihm Schaden mache. Sobald er wieder aktiv wird, ich ihm halt direkt eine wegklatsche. Aber ja. Glioks sind argumentell einfacher als Leunel. Ja. Klingt ein bisschen weird. Aber it feels like it.
nasse Waffe. Oder ich nass mit Bonus on Wet Damage. They do be having a bad time. Oh boy. Hey. Wake up. Müsste ich mir jetzt nicht eigentlich gigantischen Damage machen? Ja. Oh boy. A diamond. And a ruby. Good stuff. Haben wir noch irgendwelche unbenutzten Waffen? You know what? Ganz ehrlich, anstatt einen Claymore an Claymore ranzuhängen, bin ich besser dran, wenn ich da draus noch einen Teil mache. Wir haben so viele Talos-Weapons. Finde heraus, was ich die meiste Zeit tue, ohne mir zu sagen, was ich die meiste Zeit tue. Alright. Habe ich die Zora Armor weggestrichen auf meinem To-Do-Zettel? I did not. Alright. Und damit fangen wir an, alle Schreine einzuzeichnen. Ey, das sind Raketen, finde ich gut. Wir brauchen mehr Rockets. Weather update. It's cold. Boah, grauenvoll. Keine Ahnung, wo das Fleisch herkommt, aber das ist so mit knochigen Stücken besetzt. Rakete. Pots sind auch gut. Tiebombs jetzt nicht unbedingt, aber hey. Bei dir vorher noch nicht oder bist du respawned? Ich war ja noch nicht. I'm robbing this guy, dude. Riju?
Reju, Reju! Vibe-Check. Man könnte sagen, ich glaube, alle meine Waffen, außer die da und die da, außer zwei Weapons, ist alles, was ich habe, eine stumpfe Waffe. Also blunt, ne? Schlagen. And you know what? I fucking dig it. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass eine Malice weitaus effektiver ist als ein Schwert. Wenn dein Gegner auch nur ansatzweise irgendwelche Art von Rüstung an sich hat. Warum nicht? Come on! Ist im Dark Souls Universe auch so? Guck mal, ich habe kein bisschen Ahnung von Dark Souls, aber es macht Sinn, wenn du dir halt einfach Medieval Weapons anguckst. Weil ich meine, klar, don't get me wrong, ein Speer ist eine tolle Waffe. Speere sind amazing. Und wisst ihr auch warum? Weil sie stechen. Stichwaffen sind arguably die effektivsten Waffen, wenn es darum geht, jemanden umzubringen. Weil du brauchst einen Stich und meistens reicht das aus. Du musst halt nur wissen, wo du treffen musst. Schwerter argumentally sind eigentlich die schlechtesten Waffen, weil ja, du kannst jemanden Schnittschaden zufügen, aber eine Fleischwunde, außer du triffst kritische Stellen, sind nicht unbedingt tödlich. Du kannst vielleicht Körperteile etc. Oh, guck mal, das ist immer noch da. Körperteile etc. abschlagen, das ist richtig. Aber sobald die Person ein Rüstungsteil anhat, wie man hoffentlich hat, wenn du in einem Kampf bist, wisst ihr, was passiert, wenn man mit einem scharfen Messer auf ein Stück Metall einschlägt? Richtig, du hast ein stumpfes Messer und das Metall guckt dich doof an. Also, das ist nicht unbedingt optimal. Und während ich jetzt gleich noch ein bisschen weiterreden werde, gucken wir uns doch mal eine weitere Episode von Kampf der Idioten an. So. Und eine stumpfe Waffe... Eine stumpfe Waffe funktioniert gegen jeden Rüstungstypen. Fast jeden. Weil eine Rüstung, natürlich dämpft sie das ein bisschen, aber letzten Endes interessiert dein Kopf es nicht, ob du direkt von der Waffe getroffen wurdest oder ob dein Rüstungsteil von der Waffe getroffen wurde und das Rüstungsteil gegen deinen Kopf klatscht. Physik, ne? Impact Damage geht nicht einfach verloren. Die einzigste Art, gegen was stumpfe Waffen schlecht wären, wären, naja, mythische Wesen, die aus Schleim oder aus purem Stein bestehen. Aber selbst gegen Stein wäre Stein effektiv. Eigentlich nur Schleim. Halt Sachen, die dich zurückbouncen lassen. Ansonsten ist stumpfe Waffe vielleicht nicht unbedingt die tödlichste, aber die effektivste.
Na, während das eine gut gegen eine Sache ist und komplett irrelevant gegen die anderen, funktioniert das eine immer. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn ich sinnlose Facts sage. Dein Name sagt mir da gerade gar nichts. Good evening. Aragorn? Da habe ich nur getroffen. Aber mal ohne jetzt den Fantasy-Aspekt oder so gesehen, wenn ich mir eine Waffe aussuchen müsste. Und ich darf nur diese Waffe haben, das ist ja, ne, ist noch eine andere Sache. Für normal kannst du ja einfach mehrere Waffen nehmen. Take the blunt weapon. Blunt always works. And if melee weapons don't work, use bullets. Because bullets work. Most of the time. Ich sehe gerade, ich habe sehr viele zweihändige Weapons. Like, sehr viele. Habe ich eigentlich? Nope, I did not. Oh, Rito Weapons. Ja, natürlich. Ich habe nur den Feathered Spear mal gehabt. Was passiert eigentlich? Wir müssen mal ganz kurz Science machen. Ne? Also das Ding hier macht Wind. Ne? Wisst ihr, was auch Wind macht? Per Default. Jede Waffe, die so ein Ding an sich dran hat. Go, Hurricane. Nein. Anyway. Wie wär's denn mit einem schönen Prime Meat and Seafood Fry? Let's fucking go. Wo wollte ich hin? Zum Gelben. Nee, ich wollte erstmal zur Flight Range gucken. Weil ich habe gesehen, die existiert noch. Was irgendwie Sinn macht, weil ich wüsste nicht, wo die hingehen soll, wenn ich so gerade mal drüber nachdenke. Hier haben wir damals mit Theba Flugübungen gemacht, bevor wir One Meadow angegriffen haben. Oh, hello. Oh, ja, right. Den gibt's ja auch noch. Er war mal der Dorfälteste. Und da er nicht im Dorf war, habe ich gedacht, he died. But no, he did indeed not die. Thank you.
It has been. Klingt nach einem hervorragenden Plan. Lass mich mal ganz kurz mein Diving-Set auspacken. Und auch wenn es nicht wirklich nötig ist, während wir unterwegs sind, werden wir natürlich ein bisschen... wird es natürlich ein bisschen kälter werden. Deswegen nehme ich mal so ein Ding und... So, jetzt. Ich habe die beste Ausrüstung dafür imaginable, wenn ich mich mal aus dem Ring hängen darf. Okay, das ist ein sehr großer Radius, den du nutzen darfst. Ich habe jetzt gedacht, das wird ein bisschen schwieriger werden. Ich habe die falsche Taste gedrückt gerade. Aber komplett. Thank you. Nehme ich. Ich habe schon extra jetzt die Rüstung dafür ausgerüstet. Also jetzt will ich aber auch mal... Ja, siehst du, für sowas braucht man das. Nämlich schnelles Movement in eine Richtung. Weiter. Da. Wait. Ich hätte mir vielleicht erst angucken sollen, wie die Dinger gebaut sind. Ja, ich hätte Intel sammeln sollen, wie die Dinger aufgebaut sind. Definitiv. Na? Nochmal.
gibt 35, gehe ich mal von aus. So ein bisschen Orientierung, in welcher Reihenfolge man die machen sollte, wäre ganz cool. Oder eine weit rausgezoomte Kamera. Wäre hierfür wahrscheinlich auch ziemlich praktisch. Das ist komplett scuffed, was ich hier gerade mache. Okay. Grauenvoll. Kriege ich jedes Mal 300? Weil das ist Fast Money. Wenn das funktioniert, haben wir Fast Money Farm gefunden. Also legit Money Farm. Item Dupers Cry and Fear. Actual Labor. Money. I mean, das sind halt nur 80 Gewinn. Also, hätte es jedes Mal 300 gegeben, amazing. Actually Money Farm. Aber ich glaube, nur 100, in Anführungszeichen, nur ist nicht genug. Um es worthwhile zu machen. Das ist ein bisschen schade. Naja. Bad. You're not bad. Ah, der ist jedes Mal da, wenn ich irgendwelche Texte übersetzen muss. Oder wenn hier Dinger sind, wo noch Texte zu übersetzen sind. So rum ist ein Wort draus. So rum wird ein Satz draus, meine Fresse. Reden ist echt schwer, Leute. Holy shit. Warum hat man Reden erfunden? Speaking of, wir müssen noch einen der Texte bei Kakeriko erstmal reinbanken. We never done that. Den haben wir schon seit Ewigkeiten mit uns. Above. Ah, yes. Wird euch auch gerade so kalt? It truly is marvelous how games can make you feel in a certain way. I just wish it wouldn't be annoying as fuck. Hallo. Oh mein... Also komm! Kannst du noch lauter schreien, fick mich?
Riechen? Was hat das mit Riechen zu tun? Ich meine einfach nur, es ist eisig. Deshalb. Ab der Sekunde, wo es Games mit Geruch gibt, die Pornoindustrie can finally market pussy juice as a flavor. Amazing. Okay. Truly a wonderful invention. Wenn ich nass bin, müsste ich nicht eigentlich einfrieren in der Umgebung hier, wo ich gerade bin? I mean, I'm happy I don't, but, no? Just saying. Actually, meine Rüstung ist unfreezable, so I'm totally fine, I guess. Alright, ich weiß, dass hier der Schrein ist. Which means, I don't know where the shrine is. Ich müsste von hier irgendwie runter... Oder naja, rein ist wahrscheinlich die bessere Idee. Habt ihr einen Höhleneingang hier oder so? Nicht direkt. Was bin ich sehend? Das sind nicht die Zora-Dinger. Gut gemacht. Schön niederschlagen. Wolf. Nein! Komm her. Danke, Riju. Stop it. Stop it. Oh, und now there's Ice Prime Meat. Ja, that's fine, I guess. Anyways, das sieht aus wie ein Höhleneingang? Fragezeichen. Nein! Oh no. It's worse. Ich dachte, ich hab's gehört, aber nein. Doch, da war's. Ja. Ich meine, das kann in ziemlich vielen Orten sein. Es könnte theoretisch auch die eine Schreinquest sein, die wir haben. Wir haben ja von den Rituen vor Ewigkeiten mal, haben wir mal eine Schreinquest bekommen, wegen irgendeinem Vogelfolgen oder so. Das könnte das natürlich auch sein. Ich sehe ja nur, ich weiß ja wegen der Lightshoot nur, wo der Schrein ist. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist natürlich nicht mit im Preis inbegriffen. Von hier drüben. Ah. Ne, ich habe das gerade ganz kurz als zerstörbare Wand angesehen. It wasn't. Well.
Oh mein Gott, das Ding ist ernsthaft auf dem Stein gelandet. Aber da wir sowieso schon mal gerade hier sind. Die Quest ging irgendwie, dass man von hier aus einen Vogel suchen soll. The Whitebird's Guidance. The Shadow? Also der Schatten von dem Ding hier. Sonne geht im Osten auf, also müsste es in die Richtung sein. Ah ja, okay. Alright. Alright. Was macht ihr hier? Ah ja.